Hans Meerstung. Seine Kollegen und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Weiterfahrt nach Caldera, dort Mittagessen und Telegramm nach Santiago wegen der Flugreservierung. Dann nochmal volltanken, macht alles zusammen 40.000 Pesos. So, jetzt zurück auf die Panamericana, vollen Speed und da sind wir schon um 16 Uhr in La Serena. Dort machen wir eine halbe Stunde Pause. Ich rufe die Lufthansa an, lass mir den Flug bestätigen. Ab ins Auto nach Santiago, um 20 Uhr abends sind wir da, LKW zurück, rein ins Taxi, ab zum Flughafen, Tickets gekauft. Achso. Sag mal, wie steht die Mark? Max! 70. Nein, 80. 80? Dann sind ja Chucky Kamata, München, bloß 2000 Mark. Ist doch gar nicht so schlimm. Weißt du eigentlich noch, wie das ist? Draußen der Schnee und 20 Grad minus und drinnen 20 Grad plus. Und ein Grog auf dem Tisch. Und du hörst hinten ganz leise die Heizung singen. Max! Ja, fabelhafte Idee. Santiago, Frankfurt, 2000 Dollar. Sag mal, wie kommst du denn auf Dollar? Hörst du mir überhaupt zu? Du, ich bin ein bisschen müde. Naja, müde. Schau, mir gefällt es in diesem Land eigentlich ganz gut. Und Deutschland im Winter, dann schon Österreich, muss ich aber auch nicht haben. Jetzt hör mal zu. Seit Monaten hänge ich in dieser gottverlassenen Gegend rum, und zwar deinetwegen. Und jetzt habe ich endlich die Knete zusammen. Und dann willst du mich alleine durch die Wüste zurückfahren lassen, wa? Schönen Dank, Kollege. Franz, ich fahr doch mit dir. Und ich suche mir in Santiago was Neues. Wollte ich auch meinen. Geh schlafen. Bist du jetzt sauer? Ach, wo, warum denn? Ja, warum willst du dann schlafen gehen? Was heißt willst? Ich muss. An deiner Stelle würde ich auch nicht mehr so lange machen. Um 5 geht die Post ab. Buenas noches. Schlüssel, por favor. Quattro. Gracias. Ich brauche Ihre Hilfe. Sie sind ja flink wie ein Wiesel. Nein, danke. Hier ist Max. Manuela, reicht doch, oder? Ich bin Besitzerin einer kleinen Mine in der Wüste, ein paar Kilometer von hier. Eine Mordsarbeit, kann ich Ihnen sagen. Da liegen Sie bei mir völlig falsch. Ich bin kein Minero. Aber Lastwagenfahrer, wenn Sie ein paar Tage für mich fahren, ersparen Sie mir die Arbeit eines Monats. Warum haben Sie kein Fahrzeug? Ich hatte eins, aber letzte Woche ist es verunglückt. Es gibt Leute, die nicht wollen, dass wir weiterarbeiten. Sagen Sie, was fördern Sie in Ihrer Mine? Das sollte Ihnen egal sein, meine ich. Meine Bezahlung? Keine. Vielleicht später. Usted es una preciosa muchacha, Carina, Carina. Sie sehen gut aus. Und deshalb soll ich umsonst für Sie arbeiten. Ich bin nicht Ihre Carina. Es ist Ihre Hilfe, die ich brauche. Ich würde Sie gerne auf den Disco einladen. Den Disco kann ich mir immer noch allein zahlen. Es ist Blutmädel, hä? Vielleicht. Sollte nur ein Versuch sein. Adios.
Geld? Nein, um Geld spielen wir jetzt nicht. Davon habe ich genug. Na gut, dann kann ich endlich schlafen gehen. Ohne Geld keine Musik. Sie haben einen guten Ruf, Gringo. Und ich brauche einen guten Fahrer. Nämlich Sie. Tranquilo. Und was soll ich damit? Das sind die Frachtpapiere. Es geht um Ersatzteile. Verlieren Sie das Spiel, fahren Sie diese Ladung für mich nach Humberstone. Umsonst. Tja, und fahren Sie so gut, wie man hört, sind Sie in einem halben Tag wieder hier. Und wenn ich gewinne? Dann bekommen Sie von mir eine dicke Prämie. Max? Morgen, Chef. Haben Sie hier irgendwo meinen Kumpel gesehen, den blonden Österreicher? Mio amigo, Max. No sé, no lo conozco. Aber der war doch gestern Abend noch hier. Wir waren beide hier, der kann sich doch nicht in Luft auflösen. No sé, busque por ahí, no sé. Dann kann er nicht einfach verschwinden. Max! Hey, du, Juan, in esa pieza, toda la noche guiar. Max! Supo Humberson. Aha, Humberson. Humber, was? Que no le digo, señor, que se fue Humberson. Stone. Humberstone? Humberstone, hab ich schon mal gehört. Humberstone. Ja, Humberstone. Muchas gracias. No, oiga, pero... Muchas gracias. Humberstone. Versuchen Sie es doch einfach mal. Ab, los. So, Dankeschön. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, señora. Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor. Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor. Tan solo tú sabes, ingrata, tú tienes la culpa de mi perdición. Tan solo tú sabes, ingrata, tú tienes
es la culpa de mi perdición. Mi llora vine a conocerte después de quererte. ¡Ya, hey! Das muss man sich mal vorstellen. Deinetwegen habe ich den Flieger verpasst. Jetzt hänge ich schon wieder hier rum bei 45 Grad im Schatten. Nee, nur mit dir muss man Schluss machen. Schluss, aus, Feierabend. Es hat dich ja niemand gezwungen, mir nachzufahren. Du haust mit dem LKW ab, lässt kein Pfennig Geld da. Wo hätte ich denn hin sollen? Was willst du denn, Franz? Soll ich mich entschuldigen? Gut, ich entschuldige mich. Das Flugzeug am Wochenende kriegst du sicher. Ich bringe dich persönlich zum Flughafen. Schönen Dank, da gehe ich lieber zu Fuß. Ich kann dein Gequassel sowieso nicht mehr hören. Ich verstehe dich nicht. Schau, du weißt doch, dass ich zu 99% alle Spiele gewinne. Diesmal ist es eben anders gelaufen. Ja, verdammt nochmal, Franz, ich bin froh, dass du wieder da bist. Ja, ich auch. Soll das hier die Straße sein? Hammerstone hat Don Cornelio gesagt. Wer? Don Cornelio, unser Auftraggeber. Was haben wir eigentlich geladen? Von Ersatzteilen. Warum? Ersatzteile. Ja, der alte Pöger, der hat uns reinkriegt. Dich vielleicht, mich nicht. Ich würde vorschlagen, du lädst das Zeug wieder aus und dann fahren wir zurück. Nein. Dann gehe ich zu Fuß. Spinnst, bis zur Panamericana sind 100 Kilometer. Bei der Hitze schafft man nicht einmal die Hälfte. Trotzdem lädst du jetzt das Zeug ab. Das gibt's ja gar nicht. Wenn wir über eine noch größere Klamotte gefahren wären, dann wären wir jetzt beide im Himmel. Du liegst schon los. Ich fasse das Zeug nicht mehr an. Ich auch nicht. Du, wenn uns eine Kiste runterfällt, me vuelo el culo. Ich verstehe den Quatsch nicht. Also was machen wir nun? Lassen wir den Lastwagen hier in der Wüste stehen oder wie? Mal, bis Hammerstone ist nicht mehr so weit. Vielleicht schaffen wir es. Du schaffst es, ich nicht. Ich steig da nicht mehr ein. Warum musst du zu Fuß gehen? Nö. Überhaupt nicht in Frage.
Franz? Franz? Ich hab's mir gleich gedacht. Sie arbeiten für Cornelio. Bei dem habe ich schon gekündigt. Was ist da drin in dem Wagen? Na, jedenfalls nicht das, was drin sein sollte. Seht ihn euch an, Leute. Diesmal ist es ein Gringo. Sie fahren. Bei der Ladung werde ich nicht einsteigen. Spielen wir da jetzt eigentlich? Entführung oder so? Ist doch völlig egal jetzt. Was ist denn? Fahren Sie gefälligst. Mit meiner Maschine mitten durch die Atacama-Wüste und weiß nicht warum. Da mitten eine Tonne Sprengstoff drauf und kann jeden Augenblick in die Luft bringen und weiß nicht wieso. Können Sie mir das vielleicht erklären? Ich glaube, Sie reden zu viel. Passen Sie lieber auf die Straße auf. Noch so ein Satz, Seniorita, und Sie fliegen raus. Das tun Sie schon nicht. Ach, verlassen Sie sich nicht drauf, dass ich ein Kavalier bin. Sie sind jetzt schon der Dritte, den dieser Kerl in diesem Monat herschickt. Es ist immer die gleiche Geschichte. Erst kamen Drohungen, dann hat er meine Laster in die Luft gejagt. Und jetzt schickt er einen Gringo mit einer Tonne Sprengstoff. Was will denn dieser Don Cornelio von Ihnen? Er will das Land hier. Das hier? Wir leben doch nicht mal Eidechsen. Vielleicht will er unsere Mine, wer weiß. Auf jeden Fall will er, dass wir aus dieser Gegend verschwinden. Wieso denn? Na, das würde ich ihn doch mal selbst fragen. Und zwar allerschnellstens. Haben Sie es denn nötig, diese Dreckarbeit für ihn zu erledigen? Tun Sie es wegen des Geldes? Schauen Sie, es läuft doch alles ganz anders. Aber Sie werden mir ja doch nicht glauben. Manuela? Ja, so heißen Sie doch. Sagen Sie, was machen Sie hier in der Wüste? Eine Frau wie Sie kann doch überall ihr Glück machen. Na, hören Sie mir überhaupt zu? No. No? No. We'll be right back.
Ein Lastwagen inklusive Fahrer, José. Dann laden Sie mal den Sprengstoff aus, Gringo. Finde ich reizend, dass Sie mich dauernd Gringo nennen. Das Zeug muss da drüben in den Schacht rein, Gringo. Cornelio unseren Laster zerstört hat, muss das Gestein zum Zerkleinern und Waschen 30 Kilometer auf Mulis durch die Wüste geschafft werden. Ein ganzer Arbeitstag. Mit unserem Laster konnte das Gestein in ganz anderen Mengen transportiert werden. Und das Wasser war nicht knapp. Ja, ist alles fürchterlich, das stimmt. Aber Sie müssen mir glauben, ich habe mit diesem Privatkrieg zwischen Ihnen und Don Cornelio absolut nichts zu tun. Ich bin selbst von ihm reingelegt worden und das werde ich auch noch klären. Darauf können Sie sich verlassen. So, das Dynamit ist abgeladen. Wenn Sie nichts dagegen haben, fahre ich jetzt wieder. Irgendwie schade. Sie fingen nämlich an, mir sympathisch zu werden. Sie können gehen, aber der Laster bleibt hier. Sie scheinen mich falsch verstanden zu haben. Schon möglich. Aber der Lastwagen, der bleibt trotzdem hier. Das erspart uns die Arbeit von 3 Monaten. Sagen Sie, finden Sie nicht auch, dass Sie schamlos übertreiben? Schicken Sie Ihre Wachhunde endlich in die Haie. Ohne Autoschlüssel kann ich sowieso nicht abhauen. Sagen Sie, ist es hier immer so kalt? Also so, wie Sie gebaut sind, halten Sie es bestimmt noch ein Jahr aus. Was wollen Sie eigentlich auf meinen LKW laden? Steine natürlich. Nur Steine, klar. Ich weiß noch, wie wir das Stück Land hier entdeckt haben, hat es keinen interessiert. Es hieß nur, die sind ja verrückt. Aber wir haben es gekauft. Dazu unser Lastwagen und die Werkzeuge. Ja, und da drüben die Schächte haben wir mit unseren Händen freigeschaufelt und ein paar Hütten gebaut. Und dann haben wir reines Lapislazuli gefunden. Bei Ihnen läuft ja alles wie in einem schlechten Roman. Der Böse sprengt die Mine in die Höhe. Sie können Ihre Schulden nicht bezahlen. Dann kauft er das Grundstück für 0, Josef, richtet die Mine wieder her und reißt sich die Edelsteine unter den Nagel. Sie haben zu viel schlechte Romane gelesen. Aus diesen Felsen holen wir mit viel Glück ein paar Lapislazuli heraus. Das ist kein Geschäft für Cornelio. Ja, für Sie auch nicht. Jedenfalls reicht es zum Leben. Eins ist sicher, Cornelio will uns wegen seiner Tankstelle nicht in der Gegend haben. Er kann doch hier keine Zeugen gebrauchen. Eine Tankstelle? Sie?
Eine Tankstelle in Humberstone. Sie haben auch zu viele schlechte Romane gelesen. Hier ist seit 40 Jahren kein Auto mehr gefahren. Wenn Sie das glauben, na schön. Aber ich lebe hier. Manchmal sind es 50 Autos, die er von Argentinien nach Chile bringt, Gringo. Die lässt er dann in Humberstone auftanken und bringt sie noch am selben Tag nach Bolivien. Mädel, du hast zu viel Fantasie. Der kürzeste Weg, Autos nach Bolivien zu transportieren von Argentinien, führt absolut nicht über Chile. Wenn Sie die Autos offiziell über die Grenze bringen und mit 100% verzollen, natürlich nicht. Aber wenn Sie das schwarz tun, dann müssen Sie über die chilenischen Anden. Wie war doch gleich Ihr Name? Na, den habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich hab's vergessen. Das ist ja auch egal. Sie sagen es. Sie schlafen heute Nacht in meinem Zelt. Und wo schlafen Sie? Sie fragen einfach zu viel, Gringo. Das ist eine Überraschung. Da haben wir ja den anderen Kollegen. Seit einer Stunde fahre ich in der Gegend herum und finde nichts. Wo ist der Lastwagen? Wir haben wohl nicht alle Tassen im Schrank, wa? Von wegen Ersatzteile. Wir haben eine Tonne Sprengstoff durch die Wüste gekarrt. Wo ist denn Ihr Freund, mein Lieber? Das müssen Sie doch wissen. Der arbeitet doch für Sie. Ich denke, der bringt Ersatzteile für Sie weg. Ihnen ist also die Ladung geklaut worden. Melo Supuse, Manuela Isubanda. Ach, wer ist denn Manuela? Und wer ist Ihre Bande? Fragen Sie Ihren Freund. Den kann ich im Moment leider nicht fragen. Den suche ich selber. Was wollen Sie eigentlich mit dem ganzen Sprengstoff? Also, Ihre Sorgen möchte ich haben. Ihr Freund wird vielleicht gerade erschossen und Sie fragen mich nach meiner Schuhgröße. La mina de Manuela está a 20 kilómetros de aquí. Vuelvo a Humberstone a las 7. Adios. Was ist um 7 in Humberstone? Sind Sie immer so neugierig? Ja. Die fahren ihren Freund abholen und Sie fahren mit. Was sollen die Gewehre da drauf? Hier lösen wir die Probleme anders als bei Ihnen zu Hause, Amigo. Vor allem geht es schneller. Für Sie uns ein einziges Mal zu helfen? Bis die da die 24 Tonnen aufgeladen haben, vergeht ein ganzer Tag. Und was ist Ihnen dann geholfen? Sind Sie dann Don Cornelio los? Nein. Der schickt Ihnen ein paar neue Typen, die Ihnen die Mine in die Luft jagen. Mit der einen Fuhre hier ist Ihnen nicht geholfen. Sie machen sich's einfach. Hier, nehmen Sie. Und fahren Sie endlich. Nach 2 Kilometern haben Sie schon alles vergessen. Aber wir nicht. Wir brauchen jeden Stein. 20 Leute müssen davon leben. Oder soll ich mir ein Gewehr besorgen und Cornelio eine Kugel in den Schädel jagen? Wollen Sie das wirklich? Oder soll ich vielleicht das alles aufgeben? Ja, weder noch. Warum plötzlich diese Sorge um mich? Ich habe mit Don Cornelio auch ein Hühnchen zu rupfen. Vielleicht kann ich gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mir fällt schon was ein, Senorita. Ja, da guckst du, wa? Ich hab dir noch gar nicht alles erzählt. Von oben, von, warte mal, von Finnland, Nordkap, über Afrika, bis Thailand, habe ich alles gesehen. Ja, ja. 40 Grad plus bis 40 Grad minus, habe ich alles erlebt. Von der heißesten Wüste bis zum Schnee, alles gesehen. Hast du überhaupt schon mal gesehen, was Schnee ist? Schnee, diese kleinen weißen Flöckchen, die so sanft herniederfallen. Und da oben im hohen Norden gibt's tolle Frauen. Wenn ich dir von denen erzähle, da fallen dir von Neid die Öhrchen ab, mein Lieber. Da gibt's dicke Frauen, da gibt's dünne Frauen, da gibt's kleine Frauen, da gibt's große Frauen. Verstehst du, die habe ich alle irgendwann mal kennengelernt in meinem Leben. Ist zwar schon eine Weile her, aber macht ja nichts. Und getanzt habe ich und gefeiert haben wir wochenlang. In Ungarn, in Budapest. Kennst du Budapest? Da habe ich mal 3 Wochen hintereinander gefeiert. Da haben sie mich allerdings auch gefeuert, war ich arbeitslos. Und die Abschiede, was die geheult haben, die Weiber, du.
Die Tränen, damit könntest du den Starnberger See füllen. Aber ich, eiskalt, gerade ausgegangen, in meinen Lastwagen gestiegen, losgefahren, nicht umgeblickt. Bin ein einsamer Kerl im Grunde. Ja, ich kann sagen, dass ich ein einsamer Mann bin. Dale, 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 dale! Moment mal! Ich halt's Maul, wenn ich will und nicht, wenn du willst. Ich hab euch noch gar nicht alles erzählt, Jungs. Einmal war ich am Nordkap. Hä? Da gab's einen Eisbär und der hat bei uns im Zelt eingebrochen. Was ist denn los? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen oder was? Hier ist doch kein Mensch mehr. Und der Lastwagen? Hey, Camion, wo ist der? Esta es la mina, no hay duda. Los desgraciados desaparecieron. Dime una cosa, es que tengo que ir yo con toda esta... No, como que tengo que ir yo con toda esta... Sag mal, hört das Gelaber bei euch nie auf? Ich würde sagen, wir hören jetzt auf zu diskutieren. Wir suchen jetzt den Lastwagen, Reifenspuren oder sowas. Kommt. Señorita! ¿Qué pasa con la señorita? Oh, ich kenne Sie doch. Und Sie kennen mich auch im Posada. Wir haben da gegessen und Sie saßen an der Theke. Hä? Wo ist denn mein Freund? Mio amigo Max, hier ist deine Jacke. Langsam reicht's mir. Ja, está bueno, amigo. Pass auf, ich erklär's dir zum allerletzten Mal, und zwar auf Espanol. Hm? Bumm! Verstanden? Donde está Franz?
Auf den Trick falle ich schon seit Jahren nicht mehr rein. Wo ist Franz? So sieht man sich wieder, wa? Ich wusste gar nicht, dass du dir Sorgen um mich machst. Hey, Franz! Sag, wo hast denn du die ganze Zeit gesteckt? Wieso? Ich denke, du bist abgehauen und nicht ich. Ja, da musst du eigentlich sie fragen. Was tun sie überhaupt hier? Sie haben ihre Jacke vergessen. Es ist Zeit zu gehen für sie. Es ist gleich 7. Ja, und was ist um 7? Don Cornelio kommt hierher. Irgendwas um 7 habe ich vorhin mitgekriegt. Finde ich wunderbar. Mit dem habe ich ein paar Takte zu reden. Kommt er wirklich? Siete, hat er gesagt. Das heißt doch 7, oder? Und was ist mit den Knarren hier? Weg damit. Mira, desgraciado. Viene Cornelio a las 7? Sí. Hugo? Mara? Hugo? Ist ein schöner Tag heute, was? Wo sind meine Leute? Die warten. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Ich wusste, sie würden eines Tages vor mir stehen. Yogo, que significa este circo? Darüber reden wir später. Ich habe jetzt die Nase voll. Ich will zurück nach München. Was haben Sie mit meiner Fracht gemacht? Ja, mit der Fracht wollten Sie uns ja wohl reinlegen, nicht, Don Cornelio? Aber dann müssen Sie früher aufstehen. Nicht Bum-Bum gemacht, ne? Gepero. Die musst du laden, amigo. Ja, und wenn Patronen drinnen gewesen wären? Sind aber keine drin gewesen. Ja, aber wenn? Habe ich vergessen, dir zu erzählen. Ich habe die Gewehre eigenhändig entladen. Glaubst du nicht? Hier. Entschuldigung. Habe ich eben eine Kugel vergessen, Mensch. Entschuldigung, kann ja mal vorkommen. Hugo! Mara! Nome de Gemerado, carajo! Momento, les digo! Mara! Hugo! Hugo, carajo! El que manda soy yo! Mierda! Hugo! Hugo! Mara, carajo! Desgraciados! Ich glaube, Sie fahren jetzt besser. Schade, wirklich. Sie werden mir immer sympathischer, Gringo. Naja. Schöne Geschäfte wünschen wir Ihnen noch. Und wenn Sie mal wieder einen Job haben, rufen Sie uns einfach an. Ich werde euch schon kriegen, Alemannes. Mag schon sein, aber leicht wird's nicht, Chef. Sagen Sie mal, wie heißen Sie wirklich? Na, das wissen Sie doch. Gringo. Ah, schöner Name. Adios, Gringo. Hallo.
Kommen wir zur Sache. Wieso haben Sie es denn so eilig? Sie kennen Ihren Partner in Bolivien besser als ich. Wenn die Autos bis heute Nacht nicht über die Grenze sind, wäre für Sie schlecht. Keine Sorge, Sie bekommen Ihr Geld. Also, hier ist das zweite Drittel. Den Rest kriegen Sie nach Ablieferung in Bolivien. Die Tanks sind so gut wie leer. Wo können wir tanken? In dem Schuppen da hinten. Alles klar, Max? Seit wann haben wir Zeugen? Gehören die beiden zu Ihnen? Ja, wir sind gute Freunde der Familie. Max, möchtest du mal eine Zigarre rauchen? Ja, du meinst, ich soll eine Zigarre rauchen? Ja, eine Zigarre. Ja, ja, dann rauche ich halt mal eine Zigarre. Und wer sind diese beiden Typen? Hampelmänner, sehen Sie doch. Don Cornelio, Sie bekommen heiße Füße. Carajo, das Benzin. Kommt, Leute, wir müssen das Feuer löschen. Na, kommt schon, kommt. Schon helft mir doch, verdammt nochmal! Ach, verflucht, meine Jacke ist auch eng. Diese elenden Mistkerle! Los, weg, weg, weg hier! Weg, sag ich! Ja! Die Tankstelle ist verschwunden, die Autos haben kein Benzin und ich habe mein Geld. Den Rest werden Sie Ihrem Partner in Bolivien erklären müssen. Hören Sie, ich kann ja nicht alleine bleiben. Ich fahre mit. So, und wo denn? Kein Platz mehr, amigo. Aber das ist doch... Hören Sie, Sie können mich doch nicht mitten in der Wüste allein lassen. Ja, halt! Halten Sie an, das ist mein Wagen! Was hält Ihnen denn ein? Hören Sie, das ist mein Wagen! Sie müssen mich mitnehmen! Halten Sie an! Halten Sie an! Sag mal, Brandt, wir haben doch in letzter Zeit alles gemeinsam getan. Alles vielleicht nicht, aber manches. Oh, wir sind die letzten Monate ganz schön durch dick und dünn gegangen. Durch dünn, würde ich eher sagen. Und das soll wohl auch so bleiben. Na ja, kommt drauf an, im Prinzip schon. Wir bleiben also zusammen. Gut, hast mich überredet. Fahren wir jetzt endlich? Und du wirst nach München, nicht? Du etwa nicht? Ja, schon. Aber erst in ein paar Tagen. Ach, und darf ich vielleicht mal fragen, was hast du denn bis dahin vor? Weißt du, mit unserem LKW könnten wir den Leuten ein paar Monate Arbeit ersparen. Wem? Ja, du weißt doch schon.
Du willst zurück in dieses dreckige Loch? Ja, ich würde da gern ein bisschen arbeiten. Ach, du würdest gern ein bisschen arbeiten. Ich will dir was sagen, das Ding hat was mit Liebe zu tun. Und davon habe ich keine Ahnung. Ich würde jetzt am liebsten abhauen nach Hause. Komm doch mit, komm. Machst du ein Spiel mit mir? Ach, du nur mit deiner Zockerei. Mach schon, Kopf. Ach. Moment.